Also jetzt ist wirklich kein guter Zeitpunkt, einen Wortwitz zu machen, Feli. Aber wenn ich jetzt... Bantan! Nein! Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute köstliche Wantansuppe. Ich liebe Suppe und Wantans. Und Nudeln, oder? Alles, was mit Suppe zu tun hat. Und ich liebe alles, was mit Asien zu tun hat. Also, los geht's. Ich nehme die Schalotte. Dann nehme ich die Knoblauchzehe. Möchtest du eine so essen? Nee, hatten wir schon. Reicht mir. Wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, hier oben auf dem i könnt ihr klicken. Dann kommt ihr zu unserer Orakel-Challenge. Und da gab's Knoblauch en masse. Einfach so ein Traum. Ich werde den Knoblauch jetzt ganz fein hacken. Ich schneide jetzt auch mal die Schalotte in feine Würfelchen. Und ich nehme jetzt ein bisschen Ingwer. Und ihr könnt ihn jetzt hacken oder ihr seid schlau und reibt ihn. So, eine Schale. Da kommt jetzt unser Hackfleisch rein. Wir haben jetzt Rinderhackfleisch. Ihr könnt aber auch Hähnchen nehmen oder Tofu ganz fein gewürfelt oder Schwein, worauf ihr gerade Bock habt. Jetzt kommen der Ingwer und der Knoblauch zum Hack. Die Zwiebeln auch. In diesen Mörser geben wir jetzt ein bisschen Sternanis, Pfefferkörner und Szechuan-Pfeffer, der eigentlich gar kein wirklicher Pfeffer ist. Unsere pitzelnde Mischung kommt auch zum Hack. Ebenso, was nicht fehlen darf, ist etwa Sojasauce. Für die Nussigkeit ein bisschen geröstetes Sesamöl. Aber ihr seht schon, es ist wieder so eine klassische Kombination. Ingwer, Knobi, Sesamöl, Sojasauce und schon haben wir so einen Asia-Touch. Und Szechuan-Pfeffer, halt die Szechuan-Küche. Zum Geschmack zu verstärken, eine kleine Prise Zucker. Gibst du uns noch ein bisschen Salz und Pfeffer, Felix? Jo. Pfeffer. Und der Arbeitsplatte bitte auch. Klar. Hast du, ne? Klar, das gehört dazu. Es wird Zeit, die Wontons zu füllen. Weil wenn nicht jetzt. Nein. Nein, 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 ich mach das nicht. Wir nehmen uns ein Wantanblättchen. Ich nehme auch eins. Dann ein bisschen von der Füllung. Die Ränder werden jetzt mit Wasser bestrichen, damit sie kleben und sich das Ganze nicht öffnet. Weil der Clou ist ja, dass das in seinem eigenen Saft gart. Ach, du machst das so. Wie denn sonst? Naja, also die Langweiler-Variante ist ja einfach Mitte zuklappen. So quasi wie so ein Ravioli. 12 Falten haben, glaube ich, perfekte Dumplings. Also du machst quasi alles, führst alles zur Mitte, ja? Okay, habe ich das richtig verstanden? Dann hätte ich aber die Unterseite eher nässen sollen. Ich habe das jetzt völlig falsch vorbereitet, Feli. Hast du noch 37? Na dann, frohes Falten. 2 nach. Und dann kann ich eigentlich schon mal die Brühe aufsetzen, ne? Oui, Madame. Wir haben jetzt hier übrigens Geflügelbrühe. Ihr könnt natürlich jede Brühe nehmen, die ihr gerne mögt. Also ich mag ja am liebsten in meiner Brühe auch Gemüse, deswegen schneiden wir jetzt Chili und Pak Choi. Ich kümmere mich schon mal um die Chilischote und zwar einfach in Scheiben. Ich habe zuletzt den Verwandten von Pak Choi gesehen. Das sah aus wie so ein riesiger Kopfsalat, aber es war quasi wie ein Pak Choi. Ein Mangold? Nee, der hieß tatsächlich irgendwie sowas wie Tak Choi. So doof wie es klingt. Das war die Tante. Ja, wie wollen wir den Pak Choi machen? Soll ich ihn wirklich einfach hacken oder wollen wir ihn vierteln? Ich mag es ja immer, wenn er viertelig ist. Dann machen wir es so, wie es macht. Ja, gut. Das Gemüse ist natürlich schon gewaschen. Immer schön das Gemüse waschen, Kinderchen. Nicht alles, weil Pilze wäscht man nämlich eigentlich nicht, weil sie sich dann vollsaugen wie ein Schwamm. Und weißt du was? In der letzten Zeit gehe ich ja super oft Pilze sammeln. Ich auch. Und es regnet aber ständig. Und dann frage ich mich, wenn man Pilze im Regen sammelt, ist es dann wie Pilze waschen? Shiitake mag ich übrigens auch extrem gerne. Ich finde krass bei diesen Pilzen, dass sie sowohl frisch als auch getrocknet unglaublich intensiv schmecken. Was ist denn euer Lieblingspilz? Verratet uns das doch mal in den Kommentaren. Oder mögt ihr etwa gar keine Pilze? Wer mag denn keine Pilze? Ich würze mal unsere Brühe mit noch ein bisschen Sojasauce. So, ihr kleinen Wantans, hüpft hinein. Das mit Hüpfen. Und das Gute ist, dass die Wantans ungefähr so lange brauchen wie Gemüse al dente. Obwohl al dente italienisch ist, ne? Naja, aber die Nudeln aus Italien kommen ja eigentlich auch aus China. Stimmt. Deswegen ist das alles schon völlig okay. So, ich gehe jetzt auch mit dem Pak Choi. Ich will mal Pak Choi sagen. Ich glaube, die Amis sagen das so. Glaube ich auch, ja. Ich hole mal unsere neuen asiatischen Schüsseln. Mach mal, ich hacke in der Zwischenzeit den Koriander. Traumhaft. Ich hab ein bisschen Mühe beim Lügen, okay? Ja. Damit das Gemüse auch schön knackig bleibt und grün. Schenke ich uns schon mal ein, oder? Schenk mal ein. Wie viele Wantans soll denn jeder bekommen?
so, dass es schön aussieht. Man kann sich ja einfach auch wieder nachholen. Und dann mache ich hier noch ein paar Chilis on top. Und schau mal, was für eine geile Farbe die Suppe jetzt durch die mit Shiitake-Pilze hat. Richtig schön dunkel. Ja. Und durch die Sojasauce. So, ich mache jetzt hier den Koriander noch drauf. Oh, einen schönen Pok Choi. Ja, das finde ich gut. Na dann. Let's taste. Wenn ich jetzt. Nein. Okay, tschüss. Nicht schon wieder. Die Chili ist scharf. Mega scharf. Boah, Felix, das schmeckt super lecker und total würzig, vor allem durch die Pilze. Ja, vor allem ging es mega schnell. Das heißt, anstatt beim Chinesen um die Ecke eine Wantan-Suppe zu bestellen, könnt ihr sie jetzt einfach easy selber machen. Wenn ihr es gemacht habt, schickt uns ein Foto mit dem Hashtag YamTamTam. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Da machen wir nämlich Cold Mirror Glazed Cake. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Glocke drücken. Nicht am Bart ziehen. Entschuldigung.